Mit dem E-Bike ganz bequem über ausgedehnte Hochebenen auf den bekanntesten Berg des Sauerlands, dem Kahlen Asten. Das ist wie Fahren mit permanentem Rückenwind. Als passionierter Mountainbiker war ich ja ehrlich gesagt am Anfang etwas skeptisch. Aber ich habe beim Radfahren noch nie so intensiv die Natur genossen wie auf dem E-Bike. Kleidungswechsel vor dem Start aufs Wasser. Auf Alpinski fühle ich mich zu Hause. Mal schauen, ob das Skifahren auf dem Winterberger Hillebachsee auch funktioniert. Kurzer Touchdown nach dem Start. Das war natürlich voller Absicht. An der B-Note für den künstlerischen Gesamteindruck arbeite ich noch. Auf der fast 800 Meter langen Runde habe ich dazu genug Zeit. Das bin ich übrigens nicht, sondern das. Rodeln geht in Winterberg sogar im Sommer. Und das ist noch einfacher als im Winter. Kein Lenken, nur ab und zu kurz anbremsen. Das ist wirklich ziemlich schnell. Diese Sportgeräte haben mit handelsüblichen Dreirädern rein gar nichts zu tun. Es sind auf Speed getrimmte Hightech-Fahrzeuge. Wer bremst, verliert. Auf der Mountaincart-Strecke in Winterberg.